Willkommen bei deinem Australien-Vlog. Ja, mein wilden Koala gesehen! Endlich! Wir sind mega, mega happy. Vor allen Dingen Chris wollte ihn unbedingt sehen. Und wir haben es geschafft. Und es ist auch gar nicht so schwierig, weil in Noosa, im Noosa National Park, gibt es eine kleine Tafel, die sagt, wann der letzte Koala gesichtet wurde. Und dann kann man sich auf die Suche begeben. Und wir waren erfolgreich. Wir zeigen es euch im Video. Hallo. Wir genießen unser allmorgendliches Frühstück. Haferflocken mit Banane, Rosinen, Apfelmilch und ein bisschen Nutella. Fake Nutella. Fake Nutella natürlich. Wir haben Jacken an. Oh mein Gott. Es ist wirklich etwas frisch hier. Es ist sehr windig. Ich bin mal gespannt, was so der Tag bringt, ob es dann wieder. Also wir sind jetzt hier direkt am See, haben hier direkt am See gecampt. Vielleicht ist das auch einfach der Grund. Bin mal gespannt, wenn wir dann weiterfahren, wie sich das Wetter so entwickelt und ob wir tatsächlich mal unsere Jacken benutzen müssen für den restlichen Tag. Endlich einen wilden Koala! Ja. Aber ihr keine Chance, dass ihr den seht. Also mit dem Ding sieht man zu gerade. Ja. Though the new day is black as night, love is still alive, but it needs us to be the light for it to survive. We gotta band together now to keep it protected. We gotta show the fearful how to see and reflect it. So when you're out in the world, be the voice of our song. Tell the scared I'll be there till the next break of dawn. Wir sind schon im Surfers Paradise, also Surfer überall. Sehr viele Menschen, also es ist wirklich seit nach 5 Monaten das erste Mal, dass wir einen Parkplatz suchen mussten.
Aber wir sind durch die ganze Parkplatzsuche schon ein bisschen hier rumgefahren und es sieht sehr süß aus, sehr schnucklig. Viele kleine Cafés, was ja eine Seltenheit ist. Chris schüttelt mit dem Kopf, aber für mich ist das schön. Viele kleine Lädchen und ja, natürlich der Nationalpark um die Ecke. Damit. Mich würde super interessieren, wo ihr die kleinen Racker gesehen habt. Ich habe nämlich schon öfter Australier gefragt und viele haben selbst, obwohl sie ihr ganzes Leben in Australien verbracht haben, noch keinen einzigen wilden Koala gesehen. Deshalb, wenn ihr auch zu den Glücklichen gehört und schon einen gesehen habt, gerne in die Kommentare damit. Das war's auch schon wieder von heute. Hat dir das Video gefallen, dann wie immer einen Daumen nach oben da lassen bitte und ein Abo. Ich würde mich mega, mega freuen und ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!